Yoho Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. So, jetzt weiß ich auch wenigstens, was passiert ist mit meinem Speicherstand. Und da bin ich aber selber dran schuld. Ich habe mir jetzt angeguckt, den Part, den ich vorher aufgenommen hatte, wo ich den Soundbug hatte, wo einfach der Sound komplett ausgefallen ist und ich dann halt den DS neu starten musste und das Programm neu starten musste, mit dem ich den Nintendo 3DS aufnehme. Und ich habe dort die Zeit und die Uhrzeit einfach falsch eingestellt. Ich habe die Stadt rückwärts dann, also anscheinend vorwärts eingestellt jedenfalls. Und damit habe ich die Stadt geladen und dann ist mir aufgefallen, dann ist der Soundbug eingetreten und dann habe ich, okay, gut, brauche ich einfach nicht speichern, dann beende ich das Ganze. Dann habe ich das neu geladen. Dann habe ich gedacht, ich muss die Zeit nochmal neu einstellen. Habe das gemacht und habe halt überhaupt nicht geguckt, dass die dann schon irgendwie auf 16 stand. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen dahingehend. Und naja, okay, gut. Also, ich habe es geschafft, die Zeit vorzustellen, das Spiel damit zu laden, damit das zu triggern, was in diesen Tagen passiert wäre. Dann das Spiel neu gestartet und dann die Zeit sehr weit wieder zurückgestellt, sogar noch früher als den eigentlichen Tag. Das ist nicht gut für das System. Das mache ich jetzt nicht mehr, das tut mir leid. Aber es ist interessant zu wissen, dass man so etwas verbacken kann. Also ich schaffe auch alles. Habt ihr nachvollziehen können, was passiert ist? Egal. Hi, Melinda, unser süßes kleines Lieblingshündchen, strahlt uns an. Ich habe alles vorbereitet. Viel Spaß. Mal gucken, was wir heute alles anstellen können. Und wie das Wetter aussieht, die Sonne scheint und wir haben jede Menge Bus. Wir haben so Swag weg. Guck das an. Ah, die Brille ist so gut. Die schon ganz vergessen gehabt. Ah, das ist super. So viel Post. Cool. Und zwar einmal von Leonardo. Hey Honey, da ahnt man nichts Böses und kriegt plötzlich einen Brief. Ich musste deinen Brief mehrmals lesen, bis ich alles verstanden hatte. Hast du alles gelesen? Gut. Leonardo ist wieder pissed off. Von Annalena. Nein. Hallo Honey, was für ein süßes Geschenk. Ich bin ganz grün. Ich habe auf die richtige Gelegenheit gewartet, dir das hier zu überreichen. Viel Spaß damit, deine Annalena. Oh mein Gott, ist das süß. Die Geschenke entfernen und auspacken. Es ist eine Konga-Trommel. Cool. Und von Quentin. Hey, Honey. Ich habe deinen netten Brief zur Feier meiner Ankunft bekommen. Die Stadt ist noch ziemlich neu für mich, aber vielleicht hilfst du mir ja, mich zurechtzufinden. Dein Quentin. Zum Geschenk beigelegt, mein Gott. Sehr süß von ihm. Das ist eine Buntholzwand. Cool. Und von Lilly. Lieber Honey, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass du so eifrig bist, was das Briefeschreiben betrifft. Vielen lieben Dank, ich sende dir ein Zeichen meiner Anerkennung. Aufrichtigst, Lilly. Oh. Geschenk entfernen. Auspacken. Es ist eine Elektromaschine. Okay, was ist das? Eine Elektromaschine. Sie ist elektrisch. Cool. Oh, dass so schönes Wetter heute ist. Oh, cool. Schön, schön. Naja, dann sollte jetzt eigentlich wieder alles vernünftig laufen bei unserem System. Wenn ich nicht wieder irgendwelche seltsamen Anwendungen habe. An die Wand damit. Schön. Passt zum Holzfußboden. Was haben wir hier hinstellen, die Elektromaschine? Was machst du? Ich kann sie ausschalten. Ich kann sie einschalten. Das ist doch schon leicht nervig. Und wir haben eine Konga-Trommel. Moment, Moment, Moment. 1, 2, 3, 4. Ich erkenne den Rhythmus nicht. Vielleicht kann man alle Instrumente gleichzeitig spielen und dann ergibt das sogar einen Sinn, aber so lange tun wir die Konga-Trommel mal in die Kommode-Trommeln stellen. So, Cordon Bleu, Miamö. Dann gehen wir wieder raus und genießen die schöne Musik und das schöne Wetter. Mal gucken, ob wir heute Jacques und Caroline finden. Weil die waren ja nicht da gestern. Vorgestern. Morgen. Ach, ich komme schon völlig durcheinander. Blumengießen. 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 Und die auch noch. Und hier. Zumindest die von meinem, hier von meinem Haus kann ich doch gießen, oder?
fehlen da nicht welche? Sind die jetzt eigentlich eingegangen? Aber ich habe doch diesmal alles richtig gemacht. Wenigstens jetzt hier nichts nachgewachsen. Das bedeutet, wir müssen heute nicht ernten. Oh, super, du hast daneben gegossen, Honey. Ganz großes Kino. So, Mischkas Zeitkapsel. Oh, wir sehen nicht mehr, ob die vergraben ist. Oder sie ist nicht mehr... Ich weiß es doch nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich habe doch keine Ahnung. Oh, Honey, was kennst denn du eigentlich? Ja, es tut mir leid. Oh, die sind ja schön. Meine. Oh, Annalena, da bist du ja. Ich wollte Annalena nicht gießen. Ich wollte mit Annalena reden. Guten Morgen, Honey. Ja, wolltest du irgendwas? Erzähl mir was. Hey, Honey, hast du vielleicht Lust, Verstecken zu spielen? Ich bin darin richtig gut. Davon kannst du mich gerne selbst überzeugen. Hast du Lust? Ja, und diesmal werde ich das auf die Reihe kriegen. Klar. Prima, das freut mich. Dann fangen wir gleich an. Das wäre viel lustiger, wenn wir noch ein paar Mitspieler hätten. Also suchen wir uns noch ein paar. Okay, diesmal merke ich mir, wen wir suchen müssen. Leo, Quentin und Annalena. Also gut, die Regeln sind ganz einfach. Wir drei verstecken uns in der Stadt. Wenn du uns innerhalb der nächsten 10 Minuten findest, gewinnst du. Wir verstecken uns irgendwo frei, dicht in irgendwelche Gebäude. Keine Angst. Alles verstanden? Gut, 3, 2, 1 und los. Das letzte Mal habe ich die eigentlich alle ganz easy gefunden. Nur ich habe übersehen, dass der Leo dort und da war Leo und den habe ich irgendwie übersehen, weil Leo ist zu groß. Und das war dann, habe ich ihn. Ich war immer hinter irgendwelchen Bäumen. Oh, hier kann man was ausbuddeln. Kann man sich später drum kümmern. Die Musik ist so super. Oh mein Gott, spinn, 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 spinn! Nein. Warum nicht? Günther, hast du schon mal wieder jemanden gesehen, den ich übersehen habe? Ja, aber ich sag dir das diesmal wieder nicht. Nur selber schuld, wenn du das nicht auf die Reihe kriegst. Kann ja wohl nicht so schwierig sein, machst du Augen auf. Das hast du diesmal auch hingekriegt. Aber nein. Ja, ist ja gut. Da Carolin! Hallo, Carolin! Was läuft denn? Bin heute extra früh aufgestanden, gell? Ist extrem uncool. Was wolltest du denn jetzt eigentlich? Wie läuft's so? Oh, du wirst total ausflippen, wenn ich dir das hier zeige. Da, ein Brief aus der Vergangenheit. Oh, von mir. Oh, wie schön. Das ist einer der allerersten Briefe, die du mir je geschickt hast. Ach, was für Erinnerung. Du hattest damals schon einen schrägen Humor, qualala. Was bist du denn? Was bist du denn? Was ist das denn? Das Sekret. Ich verkaufe hier inzwischen seit über 60 Jahren jeden Sonntagmorgen meine Rüben. Kann mich gar nicht erinnern, jemals was anderes gemacht zu haben. Wie auch immer, wenn du Rüben brauchst, halt einfach Ausschau nach der guten alten Sigrid. Aber du willst wahrscheinlich nicht die Rübe im Sack kaufen. Eine kleine Einführung in die Welt der Rüben gefällig, Kindchen? Ja, bitte? Na, dann will ich deine Rübe mal mit den Grundlagen füttern, Kindchen. Verstehst du? Rübe. Als erstes solltest du wissen, dass man Rüben durchaus essen könnte. Aber das würde natürlich keiner tun. Stattdessen versucht jeder, seine Rüben mit möglichst hohem Gewinn weiter zu verkaufen. Soll ich dir noch mehr über Rüben erzählen? Jo. In dieser Stadt gibt es ein Geschäft namens Fundgrube. Aber das wusstest du sicher schon. Wenn nicht, bist du dumm. Jedenfalls kannst du dort deine Rüben verkaufen. Nein, nicht deinen Kopf, die Dinger, du Trottel. Die Rübenpreise sind allerdings hohen Schwankungen und unterworfen ändern sich jeden Tag. Wenn du die Rüben teuer verkaufst, als du sie eingekauft hast, machst du Gewinn. Aber genau so verlierst du natürlich auch Sternis, wenn du sie zu einem niedrigeren Preis verkaufst. Willst du noch mehr über Rüben wissen? Jo. Was ich dir jetzt erzähle, ist überaus wichtig, Kindchen. Also lass da meine Rübe offen, ne? Nach einer Woche sind die Rüben verdorben. Ja, richtig gehört. Nach nur einer einzigen Woche. Außerdem überstehen Rüben keine Zeitreisen. Wenn man Datum oder Uhrzeit manipuliert, sind sie hinüber. Die Rüben, die du sonntags bei mir kaufst, musst du spätestens am nächsten Samstag weiterverkaufen. Die verdorbenen Rüben lässt dich nämlich kein Handel mehr treiben. Schreib dir das hinter die Ohren. Ach, du liebes Radieschen. Wenn ich einmal mit dem Thema anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Der Preis für eine Rübe liegt heute bei 130 Sternis. Zu kaufen gibt es sie in 10er Packs. Ja, wie klingt das für dich? What? Teuer! Nein, 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 nein! 10 Rüben.
Das ist okay. Den Rüben. Insgesamt wären wir dann bei 1030 Sternen. Kaufst du die Rüben? Ja. Na, komm bald wieder, Kindchen. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig war. Und ich habe voll viel Zeit verschwendet. Aber ich schaffe das schon. Ich habe viel gegessen. Wir suchen Quentin, Caroline und Leo. Hast du Quentin, Caroline oder Leo hier sehen? Schnisch, wo sind denn die? Stecken sich wieder ganz, ganz, ganz schlimm. Schlimm, schlimm. Jetzt, aha. Du hast mich erwischt. Das nervt mich jetzt irgendwie voll tierisch. Hast du die beiden anderen schon gefunden? Wollen wir doch mal sehen, ob du das schaffst, bevor die Zeit um ist. Ha, 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 ha. Ich werde mein Bestes geben. Oh, eine Mini-Tanne, wie süß. Gar nicht so einfach. Wenn man so viel Zeit mit Rüben verschwendet. Die Rüben-Oma. Wir haben die Rüben-Oma kennengelernt. Das ist irgendwie creepy. Hier vielleicht irgendjemand? Nö. Müssen ja dann alle hier sein. Annalena, wo bist du? Annalena, Quentin. Da ist Annalena. Oh nein, du hast mich gefunden. Dabei habe ich mich doch so gut versteckt. Du bist echt spitze Besucher, Honey. Irgendwer versteckt sich doch. Viel Glück beim Suchen, Stiffel. Okay. Ah, nein, nein, nein. Dies war eine Falle. Was ist das? Ich komme hier wieder raus. Ich schaffe das. Alles gut, nichts passiert. Quentin! Quentin Tarantino! Stecken sich immer gerne hinter Häusern, das habe ich jetzt genau gesehen. Quentin? Hier ist aber niemand. Jetzt wird es schon wieder langsam knapp mit der Zeit hier. Unkraut. Vergeht nicht. Nee, hier ist niemand. Können wir Quentin übersehen? Ah! Schon wieder. Nee, ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss Quentin suchen. Quentin! Kann ich denn Quentin jetzt schon wieder übersehen haben? Es wird schon wieder nichts. Ich ahne das. Hast du Quentin gesehen? Nee, anscheinend nicht. Och nö. Steckt er sich hinter seinem eigenen Haus? Nee. Am Strand? Da war ich noch nicht. Huh. Schnell, Honey, beeil dich. Hopp, hopp, hopp. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Ein Jogging-Rundgang am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Kein Quentin, kein Quentin, kein Quentin. Da ist Quentin! Du hast mich gefunden, du bist echt schön. Ich meine, du bist ganz schön gut in dem Spiel, Honey. Oh, wie süß. Und ihr wollt halt, Honey. Du musst uns mal verraten, wie du, so schnell, wie du uns so schnell gefunden hast. Als Dankeschön fürs Mitspiel bekommst du von uns diese Raumstation. Toll, oder? Raumstation? Was? Versteck, macht doch Spaß. Danke, Honey. Ich habe mich wirklich gut amüsiert. Raumstation. Hey, Honey. Alles klar, Bluster? Irgendwas Neues? Ah, Honey, du kommst immer genau dann, wenn ich deine Hilfe brauche. Falls du heute noch bei Caroline vorbeischaust, könntest du ihr was von mir mitbringen? Caroline hat das hier vor kurzem bei mir vergessen und ich will es ihr zurückgeben, Bluster. Ja klar, mache ich, mein kleiner Appel. Das wäre echt super, Honey. Ich verlasse mich auf dich. Du machst das schon. Dann müssen wir noch zu der Caroline. Ich will dich ja nicht hetzen, aber es wäre mir wichtig, dass du es noch heute ablieferst. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Raumstation? Wir haben eine Raumstation bekommen. Das ist mir jetzt neu. Was genau ist eine Raumstation? Oh mein Gott. Weg damit, weg damit. Die stellen wir jetzt hier unten hin. Nee, nicht das Cembalo. Die Raumstation.
Cool. Du kommst weg. Und wir stellen... Nee, das kann alles weg. Alles gut. Und passt das jetzt vom Stil vielleicht ein bisschen? Wir haben ja dieser... Also, ich habe... Also, das ist schon alles... Eine Raumstation? Wie cool. Sieht aus wie Deep Space Nine. Also jetzt mit viel Fantasie. Da kommt die Elektromaschine dazu. Dann nehmen wir... den Streifenboden. Klassiktapete. Können wir dann da noch... Ja, okay, vielleicht klappt das ja dann so vom Stil, ja? Ja, das hat doch was. Ist doch okay. Und jetzt stellen wir hier noch die Elektromaschine hin. Die macht coole Geräusche. Ah, Spacey! Unser Haus ist voll Spacey. Voll super. Okay, wir können es wenigstens einigermaßen sortieren, ne? Ja, ist einigermaßen sortiert. Wir haben eine Raumstation bekommen, ist die cool? Oh mein Gott, die ist so cool. Das war wirklich überraschend. Und wir waren gut im Versteckenspielen. Und das, obwohl wir gebummelt haben. Ja, schön gebummelt, oder? Naja. Ich wusste doch, hier war noch... Ich habe mich erinnert... dass hier was zum Ausbuddeln war. Ein Fossil. Jawohl. Puff, puff. So, Mischka ist wahrscheinlich... Doch, mein Mischka ist zu Hause. Na, dann schauen wir doch bei unserem Lieblingskätzchen noch vorbei. Und dann müssen wir zur Carolin. Die Musik. Oh, Moment, ausmachen. Wir müssen die Musik kurz noch hypen. Moment, Musik hype. Ja, hi, Mischka. Hey, du bist Sami. Hast du Lust, den Nachmittag mit mir zu verbringen? Willst du quatschen? Plaudern wir. Sag mal, was kursieren denn so viele Gerüchte in Pilsdorf, Hani? Komm schon, ich kann es kaum erwarten, den neuesten Tratsch zu hören. Du sagst ja gar nichts. Aha, du hast bestimmt geschworen, irgendein Geheimnis zu bewahren. Hast du doch bestimmt, oder? Komm schon, irgendwas muss hier doch los sein. Ach, Mischka ist einfach süß. Ich liebe die Musik, die ist so gut. Ich will jetzt Handy-Klingelton haben und ich will eine Animal Crossing-Handy-Hülle und ich will einen Animal Crossing 3DS haben und ich habe die Faszination für dieses Spiel früher nie verstanden. Au, jetzt bin ich das Bäumchen. Tut mir leid, Bäumchen. Alles gut? Okay, alles gut. Jetzt würde ich mal bei einem Baum entschuldigen würdest. Hey, ich bin immer sehr vorsichtig und liebevoll zu Pflanzen. Ja, sieht man ja, wenn du dran rüttelst. Ja, das passiert halt manchmal. Ist Jacques zu Hause? Nee. Die Carolin zu Hause? Nee. Quentin lief ja hier draußen auch irgendwo rum. Und dann können wir hier noch buddeln. Daneben gebuddelt, wie immer. Buddeln! Taco! Ein Fossil. Poff. Achso, wir haben ja auch noch gar nicht gegen Steine geschlagen. Aggressionen bewältigen und so, ne? Ist da Bescheid. Pam, 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 pam. Wo waren denn hier noch? Wir waren unten noch Steine, genau. Hi, Quentin! Nee. Tschüss, Quentin! Nee, auch nicht. Hi, Leo! Tschüss, Leo! Mir sagst du gar nicht guten Tag. Ach, Günther, ich hab schon Hallo gesagt. Wie oft soll ich das denn noch machen? Dichter Laubwald geworden hier. Auch nicht. Hier war doch noch irgendwo ein Stein. Ich habe den Kristall beim letzten Mal gar nicht gefunden.
Auch nicht? Ha. Da müssen hier drüben neue Steine aufgetaucht sein. Und wir, ich habe noch nicht mit... Oh, das ist der Carolin. Die strifft man ja hier aber auch dauernd. Wat, Qualala. Also, wolltest du jetzt was sagen? Immer rufst du mit. Ich habe eine Lieferung für dich. Huch, was könnte das denn sein? So war das hier. Tada! Huch, ich habe das hier liegen gelassen. Mein Sorbet-Top. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Wie gut ist das denn? Hey, danke, dass du für mich Lieferservice gespielt hast. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber nimm es ruhig an. Oh. Schau, ein 3D-Shirt. Das ist für dich, Qualala. Oh, super, danke dir. Aber erstmal mit Christa reden. Hi, Christa. Entschuldigung, dass ich vorher nicht auf dich reagiert habe. Oh, hallo. Gut siehst du aus. Ist doch ein angenehmer Tag. Hm, Pflaum. Wolltest du etwas mit mir besprechen? Unterhalten wir uns. Ich kann nicht immer zu nur Gugelhupf essen. Es ist erstaunlich, wie viel man heutzutage über die Bedeutung ausgewogener Ernährung liest. Ich werde dies im Selbstexperiment zu belegen versuchen, aber dafür ist deine Hilfe gefragt. Würdest du mir bitte eine Frucht bringen? Einfach irgendeine. Das mache ich gerne. Danke, Honey. Das ist sehr freundlich von dir. Wir können hier eine 1A-Frucht bringen. Das ist bestimmt gut für die Ernährung. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das hier an. Das tut in den Augen weh. Das ziehen wir doch gleich wieder aus. Schaufel weglegen. Doch nicht. Das ist ja noch ein Stein. Schaufel wieder. Komm her. Alles gut. Ponk. Auch nicht. Ponk. Auch nicht. Hm, ist aber hartnäckig heute hier. Schalala. La. Hier noch ein Stein. Nein. Hier noch ein Stein. Nein. Oh, das Rauschen des Wasserfalls ist so schön. Da ist wieder unsere kleine Carolin. Hier noch was? Hier ist schon wieder so ein Insekt. Bestimmt wieder an einem Baum dran. Hier kann man was ausbudeln. Budeln! Ein Fossil. Wunderbar. Ja, die Falle im Boden hatten wir ja sowieso schon gefunden. Da sind wir drauf reingefallen. Wortwörtlich. Oh, dann können wir uns mal nach Rübenpreisen erkundigen, wenn die ja irgendwie schwanken sollen. Wir haben 103 bezahlt. Nicht wahr? Vielleicht können wir sie ja jetzt schon gewinnbringend verkaufen. Hallo, herzlich willkommen. Was kann ich denn für dich tun? Rübenpreise. Es tut mir wirklich leid, aber sonntags kaufe ich keine Rüben an. Komm bitte morgen wieder. Ah, das wäre ja auch sonst unfair, ne? Der Stuhl da geht ja gar nicht. Nee. Nee, ich hätte sonst nichts. Alles gut. Ich habe sonst auch nichts zu verkaufen. Nee, alles gut. Bis zum nächsten Mal. Dann darf ich auf gar keinen Fall vergessen, jetzt jeden Tag nachzugucken. Wir dürfen keinen Tag Animal Crossing New Leaf auslassen. Pum, pum, pum. Pom 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 quack quack pom 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 pom. Ich habe glaube ich alle Steine heute geknuddelt, oder? Ich könnte schwören, ich hätte allen Steinen heute mal einen Besuch abgestattet. So. 1A Dings und dann müssen wir noch Quentin Bescheid geben, dass wir die Lieferung abgegeben haben. Zu Quentin, 1A-Frucht, zur Christa. Mhm, ist klar. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Musik hier. So ist gut. Ja, dann können wir das hier auch so lange hier auf die Bank legen, ne? Bringt uns ja nichts. Oh, halt, und die komischen Klamotten auch. Die brauchen wir nämlich jetzt auch nicht unbedingt. Wie das abgeht. Vor allem voll gut. Elektronisches Gerät. You don't say. Was macht das? Es ist ein Gerät. Achso, okay. Das erklärt natürlich alles. Wo ist eigentlich Quentin hin? Quentin war hier unten irgendwo. Ist hier unten herumspaziert. Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben. Oh, haben wir da schon gegengehauen? Aha. Du sahst mir auch so neu im Dorf aus. Schon gegengehauen? Jo. Quentin, 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 Quentin.
Hey, Honey. Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas für dich tun? Lieferung erfolgt. Oh, ja. Danke, dass du das Paket zu Caroline gebracht hast. Hat sie irgendwas dazu gesagt? Ah, sie war sehr glücklich darüber. Oh, Caroline wusste also gar nicht mehr, dass sie es bei mir vergessen hatte. Naja, Hauptsache, sie hat es jetzt wieder zurückbekommen. Na bitte. Friede, Freude, Eierkuchen. Oder Eierfluchen, je nachdem, aus welchem Betrachtungswinkel man das sagt. Wo sind denn nicht wilden Stein mit den Sternis für ein Dosen? Ja. Und ein Käfer rausgekommen, so wie das so eine Assel, die sich mega erschreckt hat, als wir dagegen gehauen haben. Hallo, Caroline. Hast du Christa gesehen? Da hast du Christa. Jo, hallo. Hast du nichts zu tun? Wolltest du etwas Bestimmtes? Können wir auch den ganzen Korb geben? Oh, wie fein. Ja, tatsächlich. 1er Kirschkorb. Hier, nimm den ganzen Korb. Bitte. Das ist aber wirklich viel Obst auf einmal. Das kann ich unmöglich alles annehmen, Honey. Oh, ach so. Ich weiß wirklich nicht, wie jemand jemals so viel Obst essen können sollte, Pflaum. Okay, dann kriegst du davon nur ein einzelnes. Einen rausnehmen. Ich dachte, ich mache jetzt eine besondere Freude oder so. Oh, tut mir leid. Ich habe mit dir reden wollen. Benedikst du etwas, Honey? Du kannst es mir ruhig sagen. Hier, probier mal. Oh, wie fein. Jetzt aber. Lecker, Pflaum. Welch vollmundiger Geschmack, Pflaum. Ich muss dir wirklich danken. Bitte nimm diese kleine Belohnung, diese Modetapete. Oh, cool, danke. Vielen Dank, dass du mir so eine leckere Frucht gebracht hast, Honey. Ja, bitte, geht doch, gar kein Problem. So, nächster Trip, Feinkost-Zip. Ich meinte in die Einkaufsmeile. Können wir unsere Fossilien analysieren lassen? Richtig. Kein Problem. Und eventuell noch was Neues kaufen, falls da wieder was ist, was wir haben wollen. Dann sind wir heute auch schon recht durch. Haben wir mit... Ah, Jackie ist da! Ich wollte gerade sagen, haben wir schon mit Jacques gesprochen. Ey, Annie! Wir sind wohl auf Einkaufstür heute, Wiwi. Was kann ich für dich tun? Na, wie geht es dir, Jacques? Wieder einmal sorgt Jacques für Recht und Ordnung und so. Ach, du bist süß. Kleiner Jacques, unser Lieblingsfrosch. Gibt's hier irgendwas Cooles, Neues? Kätzchen! Willkommen, ja, Mann. Kätzchen! Ja, diese Glückskatze, eine gute Wahl in der Tat. Ja, für 1700 gehört sie dir. Möchtest du haben? Nehme ich gerne. Vielen Dank, Mann. Ey, voll cool von dir. So, funkelnde Sternis und so. Weißt du Bescheid, Mann? Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder, jo. Kein Problem. Kätzchen. Vogel. Ah ja, hier gibt es ja bestimmt auch... Oh Gott, wir haben unser Inventarplatz. Oh, da gibt es einen neuen Baum. Willkommen, wa? Hi, Gerd. Wie geht's dir so? Mal sehen, was haben wir denn da? Das ist ein Blümchen. Dorf eine Mick. Also Bäumchen-Mick. 60 Sternis. Komm mal ins hier, Chef, wa? Ja, klar. Juhu, danke. Ich pflanze einfach mal gerne random Bäumchen ein. Schon mal wieder rein, wa? Ein Problem. Irgendwie Berlinern die ja alle. Hallo, Jacques. Ah, Jacques ist so süß. So ein kleiner Stöpselfrosch, aber voll am Pumpen immer. Muskelfrosch. Hallo, Tina. Nein, grüß dich. Willkommen zur Schneiderei. Hi, sie... Oh, asiatisch. Hallo, Honey. Willkommen. Danke, dass du immer unseren Laden besuchst. Sag, Schwesterchen, du und Honey seid gute Freunde. Hm? Oh, Tina, wann kommt Honey heute wohl vorbei? In letzter Zeit fängst du schon damit an, bevor der Laden auf ist. Tina! Ach, komm schon. Ach, wie süß. Oh, schwarzer Rock, cool. Das asiatische Kleid, das ist voll schön. Das hier ist auch voll süß. Das ist voll süß. Der schwarze Rock ist voll cool, aber es ist nicht so das Oberteil, was ich jetzt haben möchte. Ich finde mich fancy, so wie ich bin. Huch.
Ich glaube, wir können auch eigene Designs hier ausstellen. Oder muss ich mich auch eines Tages mal drum kümmern? Was gibt's hier Verrücktes? Oh mein Gott. Häschen! 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 Hierbei handelt es sich um eine Sonnenbrille. Die Kosten betragen 240 Sternis. Häschen! Oh, das sieht sehr historisch aus. Steht dir gut. Dafür bekomme ich übrigens nur 240 Sternis. Möchtest du es haben? Nee, danke. Okay, kein Problem. Häschen! Vielen Dank. Häschen, Häschen, Häschen. Oh mein Gott, wir sind ein Häschen. Häschen. Also ich habe kein Problem, wenn wir ein Häschen herumzulaufen. Und wir müssen unbedingt auch wieder zum Strand. Aber ich kann es kaum abwarten. Aber ich kann nicht immer so viel. Ich kann heute vor allen Dingen nicht mehr länger aufnehmen. Ey, Eugen. Häschen. Häschen. Tut mir leid, Mann. Willkommen im Museum von Pilzdorf. Ach, du hast wieder Fossilien zum Analysieren. Das ist kein Problem, das kann ich besonders gut. Da sind insgesamt wieder 3 Stück komisch. Immer 3. Wahnsinn. Wow. Was ist das? Cool. Da sind Sachen dabei, die wir noch nicht haben. Was brauchst du noch von mir, Willst du wieder was spenden? Das kenne ich doch schon. Kein Problem, Mann. Oh, sogar alle 3. Cool. Das bedeutet, wir kriegen bald richtig unsere Sammlung voll. Super nice, Mann. Damit kommen wir klar. Vielen Dank. Ich mache mich dann an die Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, das gucken wir uns ein andermal ganz in Ruhe an. Dann lesen wir uns auch die ganzen Schilder davor mal durch. Vielleicht stehen da ja auch noch so ein paar kleine weitere Informationen. Waren ja zu den Dinos, waren ja einige Informationen da, ne? Das ist cool, da freue ich mich drauf. Wir waren in der Schneiderei, wir waren da shoppen, wir haben mit Jack gesprochen. Post haben wir noch keine, im Monok möchte ich gerade nichts abbezahlen, weil ich das Geld lieber ausgebe. Häschen! Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht andere Klamotten finden, die cool sind. Weil die Brille passt jetzt nicht so zum Häschen. Der Vogel sitzt auch schon wieder. Es gibt wieder Infos. Hallo, Äffchen. Alles okay, alles gut. Alles gut. Bin ich erschrocken. Die Glückskatze. Die Konga-Trommel. Die Glückskatze passt aktuell nicht rein. Die will ich aber auf jeden Fall haben. Bäumchen machen wir noch. Pünktchenpulli, Würfeltop. Wohlfühlshirt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Fliegenpilzkleid, Rüschenkleid, Flanellkleid. Ich nehme das Rüschenkleid. Scherzbrille, Pflaster, lila Brille. Wir nehmen die lila Brille dazu. Und wieder unsere lila Blume. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht süß aus. Das sieht süß aus. Achso, das geht ja gar nicht, weil das ist ja eine Mütze. Kann man nicht zusätzlich tragen. Da muss das so bleiben. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das Rüschenkleid jetzt da so passend zu finde. Dann vielleicht doch lieber das Flanellkleid. Aber erstmal legen wir diese Sachen hier zurück. Wie sehen wir mit dem Flanellkleid dazu aus? Das passt viel besser. Das ist schön. Das behalten wir an. Das ist super. Okay, dann kommst du hier runter. Ist Luigi mit so... Nee. Alles cool. Die Modetapete. Haben wir nicht schon eine Modetapete? Kommen wir vom Namen so bekannt vor, Modetapete. Müssen wir uns zu Hause noch angucken. Tschüss, Äffchen. Das macht komischer Affensound. Vogel. Hi. Achso, jetzt steht das nochmal da mit dem Kirschblütentag. Irgendwie habe ich das Spiel kaputt gemacht anscheinend damit. Tut mir leid. Kirschblütentag. Ab 1. April.
blühen hier Kirschbäume. Das wird wunderschön. Wir müssen uns merken, am 17. ist Kleeblatttag. Da müssen wir was Grünes tragen. Und am kommenden Samstag gibt es ein Angelturnier. Okay, gut. Hey, aber mit so vielen Notizen können da ja gar nicht mehr dran stehen. Ja, das sind ja schon alles 10. Löschen. Jo. Jetzt können wir ja nichts Neues dran schreiben. Alles gut. Eieiei. Da baut man einmal Mist, ne? Und dann... Und den ganzen Tag damit zu tun. Ich war schon so lange nicht mehr im Rathaus. Oh. Mit wem haben wir denn heute geredet? Wir haben mit Christa geredet. Barry haben wir noch nicht gesehen. Wir waren noch nicht bei Lilly. Wir müssen noch zu Lilly. Ich möchte heute mal alles in eine Folge packen, damit wir vielleicht... Also wir werden das nie aufholen. Da müsste ich am Tag mehrere Folgen bringen, damit wir den Rückstand an Tagen aufholen. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch so in 45-Minuten-Parts zumindest immer dann einzelne Tage zu verpacken. So, hier wohnt Lilly. Aufgrund eines Spaziergangs bin ich temporär draußen anzutreffen. Oh, ich hätte gerne gesehen, wie es bei Lilly innen aussieht. Okay, ich weiß nicht, wo Lilly dann ist. Wahrscheinlich auch irgendwo unten. Ja, wir haben mit Mischka geredet, mit Annalena. Wir sind eigentlich fast alle durchgegangen. Weil dann würde ich sagen, habe ich jetzt erstmal gerade nichts mehr zu tun und würde aufgrund von Zeitmangel heute die Aufnahme früher beenden, als ich das sonst tue. Wünsche euch noch einen wunderschönen, was auch immer Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf. Bis dahin. Bye.